Nicht bevor wir einen Panzer haben. Wahrscheinlich. Andererseits, vielleicht ist der Typ jetzt weg. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wartet er immer noch auf uns. Wieder. An uns, bei uns hat er nichts verdient. Hat er nur Verlust gemacht. Ganze Magazine verschossen. Ja, und eine Axt hat er gekriegt von mir. Aber das war das Einzige. Also eine Axt ist auf jeden Fall hier schon mal viel wert. Gerade für den Basisbau. Da eigentlich brauchst du die nur dafür bis jetzt. Jetzt hat er gesagt, Loot ist gespawnt. Jetzt frage ich mich immer nur, in welchen Gebäuden denn? Wenn du mir jetzt sagst, Loot spawnt. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist ja genau das, was ich nicht so ganz verstehe, weil das hat er mir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesagt. Also ich glaube, ich gehe jetzt zur Hauptstraße. Ach, da hinten. Okay. Nelson Moskee, Mandela was killt. Nein, nicht traurig. Nelson Mandela. Nicht Madiba, das macht mich traurig. Nein. Nicht er. Aber warum? Warum er? Warum? Er wollte doch nur Frieden und Freiheit. Ja, wahrscheinlich deshalb. Das ist, das passt hier nicht. Nee, das ist, hier wird jeder erschossen. Eben. Das geht so, gar nicht. Bist du jetzt an der Hauptstraße, sagst du, ja? Na, ich bin zumindest, ich versuche gerade irgendwie den Weg dahin zu finden. Ach hier, und kannst du mal kurz zu mir kommen irgendwie? So, ja, ich bin unterwegs. Dann zeige ich dir nämlich auch, wie ein Brunnen aussieht. Oh, Brunnen? Ja. Ja, warte, ja. Ja, guck mal hier, das Ding aus Stein hier. Das ist ein Brunnen, da kannst du dir einfach auch vorstellen. Guck an. Und dann kannst du Wasser auftanken. Ach Mensch, das muss ich auch erstmal wissen, eher sowas. Ja, naja, das ist eben genau das. Man muss so die ganzen kleinen Details dann mal kennenlernen. Und hier solche blauen Fässer, wie das hier, nur ist jetzt hier Sand drin. Da habe ich auch schon Wasser auffüllen können. Aha. Also man kann eigentlich an vielen Punkten hier Wasser auffüllen, nur man muss es halt wissen. Ja. Das ist schon wieder gespawnt, aber... Ja, ich habe endlich mal was gefunden. Ich habe ein Magazin gefunden. Das nehme ich aber gleich mal mit. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, ich habe was gefunden. Oh, yeah. Ja, ich habe eine Schießplatzverwaltermütze gefunden. Geil! Das ist schon sind bescheuert. Wir ausgerüstet. Jetzt können wir eigentlich quasi wieder nach Galatia zurück und den Typen nochmal Hallo sagen. Dem Typen Angst machen. Ja. Ich finde nur überall Munition jetzt, aber ohne Waffen dazu. Ja, ich auch. Also ich habe auch ein Magazin gefunden, aber... Nee. Und was zu essen. Na, das ist ja schon mal sehr schön. Da bin ich jetzt schon mal... beruhigt. Ein bisschen... Was ist das? Kleidung habe ich auch gefunden. Sector Red Markers under Survivor Control. Was hast du gefunden? Ich habe einen Anzug gefunden, also dieses lilane Hemd mit der schwarzen Hose und der Krawatte. Das läuft. Das bist du gar nicht hier vor mir, kann das sein? Ach, das bist du gar nicht! Nee. Ich renne dir die ganze Zeit hinterher, das bist du gar nicht. Ist hier noch ein anderer? Ja, da rennt noch ein anderer Typ, ich bin die ganze Zeit hinterher gerannt. Das warst du gar nicht. Der ist ja die Straße und der hat auch einen Rucksack und eine Brille schon. Und ich dachte mir, hä? Okay. Der hatte noch eine. Aber irgendwie habe ich gerade das Kampfsymbol oben bei mir in der Ecke. Ja, das habe ich auch. Das heißt immer, dass irgendwo ein Schuss gefallen ist. Und heißt auch, du kannst in der Zeit dich nicht ausloggen, wie das da leuchtet. Das heißt, das muss auch in der Nähe gewesen sein, oder? Also zumindest bist du in den Kampf involviert. Das heißt das auf jeden Fall. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Ich weiß doch auch nicht. Irgendwie will ich hier weg. Ja, ich auch. Aber ich weiß nicht wohin, das ist das Problem. Wie war weg? Das ist das Kampfsymbol jetzt wieder weg. Vielleicht wurde der Typ ja erschossen. Also, in welchem Zusammenhang das immer genau auftaucht, das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß halt nur, wenn du halt schießt oder wenn irgendwo um dich rum Schüsse fallen, dann leuchtet dieses Symbol auf und die Folge dessen ist, du kannst dich halt in der Zeit wirklich nicht ausloggen, solange wie das leuchtet. Mhm. Combat Logging, Verhinderung. Finde ich ja, nicht klar. Unbedingt doof, ja. Nö, ist auch richtig. Wir sollten hier wirklich vielleicht weg. Irgendwann. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal zur Straße gehen und uns ein Fahrrad schnappen. Da vorne sind zwei Typen. Ist auf Fahrrädern. Die hauen jetzt ab. Ja, ich sehe schon, ja. Ne, die fahren zum Militärdings. Ja. Naja, denen geht's wahrscheinlich noch momentan wie uns. Ja komm, wir müssen hier von diesem Spawnpunkt, von diesem Spawnpunkt. Ja, ich weiß. Schnell weg. Hast du dein Fahrrad noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, aber ich nehme einfach das, was hier auf dem Boden liegt. Ich weiß nicht, ob du das aufheben kannst, wenn die nee, liegen. Ich glaube, dann funktionieren die nicht mehr. Ich habe mein Fahrrad leider irgendwo abgeparkt und ich weiß nicht wo. Ja, ich weiß, wo meins steht,
aber da müssen wir halt genau bei den beiden Jungs hier vorbei. Ach, wir schlagen die nieder und klauen uns den Fahrrad. Also meins steht da rechts vor der Eingang, vor dem Eingang. Warte, da vorne stand vorhin auch noch eins, aber ich weiß nicht, ob ich, oder habe ich das hier auch irgendwo in den... Komm, klau dir doch das von ihm, was da steht, und ich schnapp mir meins. Und dann hauen wir hier schnell ab. Die rennen gerade hoch, dem Berg. Ja, und der andere rennt hinten rein. Okay, ich bin auf meinem Fahrrad. Okay, und dann fahren wir wo lang? Einfach hier die andere Richtung lang. Genau, einfach geradeaus jetzt hier. Oh, oh, oh. Schnell, schnell! Oh Gott. Jetzt bin ich gerade irgendwie durch dich durchgefahren und bin jetzt schwer verletzt. Echt? Ja, du aber auch, du bist auch verletzt. Ja, aber das hatte ich vorhin schon, weil ich gegen die Mauer gefahren bin. Okay, scheiße, ich habe nur 63%. Kacke! Ich habe noch was zu essen. Als es hilft. Ja, was ist das? Ja, ich hab das Fahrrad geklaut, das schönste Ding. Tschüssi! Ich war vorhin noch geklingelt. Ding, ding! Ding, ding! Ah, herrlich. Ah, Verbrecher sind wir. Richtige Verbrecher. Voll die üblen Gangster. Schurken, ey. Ist das hier. Uhu! Ja, die Frage ist, macht das Sinn, nach Kore zu fahren? Aber eigentlich ist es egal, ich glaube. Ja, wo müssen wir hin, ne? Ja. Irgendwann müssen wir ja irgendwo hin. Außerdem solltest du dich mal heilen. Ja, muss ich mich jetzt langsam irgendwie hochheilen, aber dazu muss ich. Was will, essen, oder? Ja, was trinken. Essen und was trinken, aber ich will ehrlich gesagt nicht jetzt schon die Wasserflasche verbrauchen. Mhm. Solange wie wir noch nicht so viel haben. Da könnte man nicht rein theoretisch schmutziges Wasser trinken und wenn man damit über 90 ist, dann so automatisch heilen, oder? Naja, wenn du schmutziges Wasser trinkst, dann verlierst du auch Lebensenergie. Also, ich glaube 10%. Okay. Du kriegst irgendwie 20% an Plus beim Durst, aber verlierst 10% Gesundheit oder irgendwie so. Aber weiß ich jetzt nicht, steht auf jeden Fall da, wenn du denn so eine Flasche hast. Okay. Ja, ist ja gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, noch schlimmer ist es bei Salzwasser. Da verlierst du irgendwie, da verlierst du sogar noch Flüssigkeit. Also das sehr schön. Irgendwie. Oh nein, Spielerpapa Schlumpf hat sich getrennt. Oh, der Arme. Der arme Papa Schlumpf. Der Arme ist wieder alleine, der Papa Schlumpf. Macht mich traurig. Ich bin ein ganz trauriger Panda. Ganz trauriges Panda bei Echin. Schönes Fahrrad geklaut. Ring, ring, ist ja wie in Berlin hier. Ring, ring. Ah, hätte das mal angeschlossen, sein Fahrrad. Ja, hätte er mal. Ja. Oh nein. Tja, selbst schuld. Ja, vor allen Dingen, das ist ja so ein bisschen Biathlon. Die ganze Zeit sind wir, nicht Biathlon, Triathlon. Die ganze Zeit sind wir gelaufen, jetzt fahren wir Fahrrad, jetzt gehen wir eine Runde schwimmen. Das stimmt. Jetzt gehen wir eine Runde schwimmen. Ja, ich sehe auch schon ein bisschen aus wie hier, der, wie heißt er? Lance Armstrong? Guck an, ja. Da zieht er vorbei. Zack. Meine Fresse, er hat's drauf. Ja, bei solchen Oberschenkeln, kein Wunder. Ja, guck sie dir an. Und ich falle lieber ein Stück hinter dir, bevor ich dich reinknall. Dann gleich tot bin. Gibt's hier schon irgendwas? Wollen wir hier schon mal rein, oder? Ja, also entweder das, wir sind jetzt in Kore. Achso, vorne, oder was? Nur das ist jetzt Kore hier. Wir können ja hier irgendwie mal das Fahrrad abstellen. Ich stell mal mein klautes Fahrrad hier irgendwo hin, damit es mir keiner klaut. Aua! Genau. Scheiße, jetzt habe ich nur einen. Oh! 96. Scheiße. Ja, was nicht? Ich habe bloß mal bei mir sich bloß das Fahrrad überschlagen. Das ist auch gut. Ja, kann ja wissen, dass ich mit so ein bisschen Mauer gleich hängen bleibt. Hast du das wieder dismantelt? Nö, ich hab's da noch. Ach, warte mal, wenn man das jetzt dismantelt, dann kann ich's vielleicht wieder zusammensetzen und dann kann ich's wieder weiterfahren, oder? Gucken wir mal. Du hast für mich gespawnt. Für mich noch nicht. Auch nur wieder Magazine. Aber erstmal mitnehmen, vielleicht findet man ja auch was. Ah, hier ist ein. Die Klamotten oder sowas. Gibt das da bei mir? Bürgerliche Kleidung? Warte mal, ich will mal gucken, ob ich die da jetzt auch sehe. Die sehe ich hier oben links. Ja, doch, die sehe ich auch. Sehr schön. Okay. Die würde ich, glaube ich, mal anziehen. Und ein Döschen. Also, wenn du was essen brauchst, also ich habe auch ein bisschen was zu essen. Also. Und einen Rucksack für dich. Oh, Rucksack ist. Angriffspack. Ist das besser als. Das ist so ein kleines, aber eher so, oder? Ist egal. Besser als nichts, oder?
Ja, komm hier rein, hier unten. Ja, warte, ich Im kann Haus. gerade irgendwie nicht. Hier oben ist noch ein größerer Rucksack. Glaube ich. Warum kann ich den Outdoor jetzt bitte Bag. nicht? Uniform, so. Ach so, was ich vorhin eigentlich noch erklären wollte, das habe ich, das wäre vergessen, mit Rucksack und so, ne? Also du kannst einen Rucksack mitnehmen. Einfach indem du den Rucksack öffnest. Ja, und dann, hier passt nichts rein, die bürgerliche Kleidung, muss ich erstmal einen Rucksack holen. Also du musst deinen Rucksack öffnen und dann schiebst du den Rucksack da rein und dann kannst du den Rucksack mitnehmen. Also Rucksack im Rucksack, wo bist du denn überhaupt? Ich bin jetzt hier oben in dem Haus. Da wurde schon Ach, drin. Ich habe da auch eine oben, Waffe gefunden jetzt, alles glaube klar. ich. Dann komme ich mal hoch, Rucksack holen. Ach, hier unten liegt er. Ja. Na, da unten, oben ist noch ein größerer. Oben sind noch zwei andere Rucksäcke. Muss mal gucken, welcher die größere davon ist. Warte mal, was haben wir hier? Outdoor Pack, nehmen wir den mal. Jeden Fall schon mal eine Waffe gefunden. Ist schon mal gefährlich wieder. Ist noch einer. Jagdrucksack. Warte mal, der Outdoor-Pack hat 120. Und na, Jagdrucksack auch. Und die sehen auch beide gleich aus. Sehr schön. Siehst du, hast du schon mal Klamotten? Wobei der Ein Rucksack. relativ, den nehme ich mit. Der Rucksack ist relativ teuer. Na, dann nimm mit. Wolltest du nicht die Klamotten anziehen eigentlich? Ja, wollte ich, aber ich muss ja erstmal irgendwas haben, wo ich hier was reinschmeißen kann, weil die bürgerliche Kleidung ist, da passt nicht wirklich viel rein. Alter, was hast du denn eigentlich vom Kopf? Na, das ist die Schießverwalter Ach so. Mütze. Aber du kannst das ja übrigens auch mal testen, hier mit dem kleinen Rucksack. Den würde ich auch mitnehmen, weil zum Verkaufen kann man den gebrauchen. Du öffnest einfach deinen Rucksack Ja. und dann schiebst du den einfach da rein. Ah, Siehst du? cool. Und die nehmen meistens nicht viel Platz weg und Kann man denn in dem Rucksack, der im Rucksack ist, noch Sachen reinpacken? das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht probiert. Könnte natürlich Also, sein. oder zumindest in den vollpacken und dann in den anderen Rucksack reinpacken? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht geht es und dann hast du wahrscheinlich dann ja, wie soll ich sagen, dann hast du wahrscheinlich mehr Platz in deinem Rucksack verbraucht, könnte Okay. ich mir vorstellen. So, bürgerliche Kleidung anziehen. Okay, jetzt sieht das schon besser aus. Ich habe voll die Abschürfstellen an den Ellbogen, ey. Naja, wie so ein echter Biker, würde ich sagen. Kam von der Landung. Wahrscheinlich, ja. Zieh ich mal lieber die Knarre, was wer weiß, was gleich abgeht hier. Ja, wenn du bewaffnet bist, bitte. Zieh die Waffe. Soll ich mal gucken, wo wir uns vielleicht auf den Weg hin machen können, welche? Gott, wo? Also, Ja, klar. weil von Cora aus, also ich würde ja fast sagen, weißt du noch, wo die Ölverarbeitung ist? So in diese Richtung würde ich mich jetzt weiter. Okay, vergiss es. Aber ich würde dann mal zur Fabrik gehen und dann vielleicht mal Richtung Negades, also wirklich straight nach Westen. Ja. Und von Negades aus dann die Küste entlang und da kommen wir zu diesem neuen Trader irgendwo hoch, wenn da wirklich ein Trader ist. Okay. Das wäre jetzt so vielleicht mal ein Plan, wenn wir denn Ja. so weit kommen. Klingt nach einem Plan. Mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Wie lange wir überleben. Ja. Also eigentlich ist es ganz einfach. Dürfen nur keine anderen Spieler treffen. Ja, wir dürfen, ja genau. Zumindest nicht außerhalb der sicheren Zone. Genau. Aber hier sind auch noch alle Türen zu. Das Ja. heißt, hier war noch nicht so oft jemand. Ich Weil die weiß nicht. Türen, die bleiben definitiv offen. Die schließen sich erst wirklich mit dem Server-Restart. Und die Server sind hier teilweise so eingestellt, dass die wirklich alle 6 oder sogar 8 Stunden erst neu starten. Das heißt, so lange war definitiv noch niemand hier. Okay. Natürlich krass, aber ich warte eigentlich immer auf dieses Loot-Symbol. Ich weiß aber nicht, wie groß diese Felder sind. Das ist das Problem. Das weiß ich leider auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ich habe das jetzt schon zweimal angezeigt gekriegt und trotzdem laufe ich hier durch die Häuser und finde gar nichts. Ja, ich weiß, ich auch schon. Darum weiß ich auch nicht. Aber auch da soll es wohl auch serverseitig Unterschiede geben. Auf manchen Servern findet man halt mehr. Die haben halt so ein High-Loot-Prinzip und auf manchen findet man halt generell einfach weniger. Okay. Also. Ah, hier stand eigentlich auch Loot Plus. Toll, jetzt kommt das wieder. Jetzt finde ich immer doof, wenn das immer kommt und du bist gerade aus dem Haus raus. Ja, ich laufe hier gerade links die Querstraße einfach mal durch und gucke mir hier so an, ob ich hier was finde. Aber bis jetzt. Der lügt mich immer an, dieses Gerät. Das sagt immer, es spawnt Loot oder aber ist gar kein Loot hier. Ja, das macht mich total traurig. Total. Oh, hier ist eine Feuerstelle im Haus. Ui. Das, Aber war die Tür offen?
Naja, das ist ein Abbruchhaus. Das ist definitiv so, die Tür immer offen. Hier wurden die Türen mal eingetreten vor vielen Jahren. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. Damals. Keine Zeit. Bleiben die Feuerstellen denn über den Server-Restart erhalten? Normalerweise ja, weil das ist so. Also, denke ich jetzt, soll es wahrscheinlich sein, weil die werden quasi constructed, also wie beim Baumodus auch. Okay. Und alles, was du constructest, das kann jetzt, also ich kann das Ding zum Beispiel jetzt auch nicht removen oder bewegen. Das kann nur derjenige, der das Ding dahingesetzt hat. Okay. Das ist eben so der Nachteil an der ganzen Sache. Oder halt auch nicht, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Ja. Wir suchen... Oh, ich habe wieder was gefunden. Ein Hut. Was haben wir hier? Was zu essen. Was zu essen ist immer schon mal schön. Wenn es auch roh ist, ist mir egal, esse ich alles. Jetzt habe ich wieder Loot gespawnt. Toll.